In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Funktion Recent Results im Head Navigator. Unter dem Punkt Recent Results können Sie auf alle Daten, die in einer Sitzung der Artemis Suite erzeugt wurden, zugreifen. So können Sie ohne neue Berechnungen Analysedateien in einen Data Viewer bewegen, um Messungen miteinander zu vergleichen. Am Anfang jeder neuen Sitzung der Artemis Suite ist der Punkt Recent Results im Head Navigator noch nicht verfügbar, da noch keine Berechnungen durchgeführt wurden. Sobald Sie eine Berechnung durchgeführt haben, erscheint am unteren Ende des Head Navigators der Punkt Recent Results. In den Recent Results befinden sich alle Dateien, die in der Artemis Suite während einer Sitzung berechnet wurden. Die aktuelle Datei wurde automatisch aus dem gerade berechneten Analyseergebnis als temporäre HDF-Datei erzeugt. Der Dateiname enthält den Namen der Marke und den Namen der Analyse. Nach jeder Sitzung werden diese Dateien auch automatisch wieder gelöscht. Mit einem Rechtsklick auf die Datei können Sie diese zum Beispiel in einem Data Viewer wieder öffnen. Gehen Sie dazu auf Open with Data Viewer und der Data Viewer mit dem Analyseergebnis öffnet sich erneut. Möchten Sie ein Analyseergebnis aus den Recent Results in einer späteren Sitzung wiederverwenden, müssen Sie die Datei vor dem Beenden der Artemis Suite in ein anderes Verzeichnis kopieren. Gehen Sie dazu per Rechtsklick in das Kontextmenü der Datei und dann auf Locate on Disk, um direkt auf die Datei zugreifen zu können. Kopieren Sie die Datei in ein anderes Verzeichnis und verwenden Sie diese so jederzeit wieder. Führen Sie weitere Analysen durch und die Ergebnisdateien erscheinen in den Recent Results. Dabei bildet das zuletzt berechnete Ergebnis den Anfang der Liste. Möchten Sie in einem geöffneten Data Viewer zusätzlich ein zuvor berechnetes Ergebnis angezeigt bekommen, können Sie dieses einfach aus den Recent Results per Drag and Drop in den Data Viewer ziehen und müssen nicht extra alle Marken anwählen und die Analyse neu berechnen. Damit bieten die Recent Results eine komfortable Möglichkeit, auf alle in einer Sitzung erzeugten Dateien zugreifen zu können und Messergebnisse ohne Neuberechnung miteinander zu vergleichen.